Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und in diesem Video möchte ich euch gerne helfen, euer Portemonnaie wieder etwas aufzufüllen, denn wir wissen ja alle, dass Yu-Gi-Oh! Ein extrem teures Hobby ist und die neuen Karten machen es nicht erträglicher. Und deswegen habe ich hier ein paar Karten für euch, bei denen ihr auf jeden Fall jetzt mal überlegen solltet, ob ihr euch von diesen Karten trennt, sofern ihr natürlich diese Karten nicht spielt bzw. natürlich auch besitzt. Und damit würde ich sagen, haben wir auch genug geschnackt, wir starten direkt rein in die erste Karte. Dieses Video wird euch präsentiert von Card Market, Europas größter Plattform zum An- und Verkaufen von Einzelkarten. Aber nicht nur das, ihr könnt hier unter anderem noch Displays, Spielmatten, Würfel und was euer Herz noch so begehrt von eurem Lieblings-TCG erwerben. Von daher checkt die Seite gerne mal aus, alles dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Und die ersten Karten, über die wir hier reden werden, sind Karten, die auf jeden Fall einen Reprint bekommen werden. Dieser Reprint ist auch schon confirmed. Unter anderem hier die Karte Hemmung, diese wird nämlich jetzt in dem nächsten OTS-Pack gereprintet und das sehen wir hier auch schon anhand des Preisgrafen, dass diese Karte extrem schon abgenommen hat in ihrem Preis. Nichtsdestotrotz kannst du für deinen One-Off immer noch so um die 3 Euro bekommen. Den optimalen Zeitpunkt hast du leider Gottes natürlich verpasst, aber wer hätte damit gerechnet, dass diese Karte in dem in diesem OTS-Pack natürlich drin ist. Wir machen direkt weiter mit Super Poli. Diese Karte ist auch confirmed in Bonanza, also Quarter Century Bonanza in diesem Display, was wir bekommen, was eigentlich wie eine Rarity Collection 3 ist, wenn man so möchte. Und diese Karte bekommt dort auch wieder 6 Reprints. Ihr kennt es alle, Super Rare, Ultra Rare, Secret Rare. Nur der Quarter Reprint wird hier nicht nochmal geprintet. Nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich trotzdem alle Kopien dieser Karte extrem fallen. Von daher auf jeden Fall hier auch mein Appell an euch, wenn ihr die Karte gerade nicht spielt, dann auf jeden Fall jetzt auf den Markt werfen. Die Karte könnt ihr hier verkaufen als One-Off für 3,69 Euro, beziehungsweise das erste Playset auch schon hier für 3,84 Euro gelistet. Weiter geht's mit Princess. Auch die Karte ist schon confirmed in Bonanza und auch die Karte ist schon im freien Fall. Von daher auch hier, wenn du davon noch eine Kopie übrig hast, dann am besten jetzt auf den Markt stellen. Du bist hier noch bei 13, 14 Euro ungefähr. Von daher auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann haben wir noch Diabelza, die schwarze Hexe, und die Karte ist ja in letzter Zeit erst gestiegen. Wir gucken uns hier den letzten Print dieser Karte an, und zwar aus der letzten Megatin. Nichtsdestotrotz wird die Karte höchstwahrscheinlich, maximal wahrscheinlich sogar, extrem günstig zu haben sein, wenn dann Bonanza bei uns erschienen ist. Von daher auch hier gerne noch die 14, 15 Euro mitnehmen, bevor ihr hier den optimalsten Zeitpunkt habt ihr natürlich auch schon verpasst, aber den Zeitpunkt kann man natürlich auch gerne mal mitnehmen. Jetzt machen wir weiter mit Karten, die unter anderem das Potenzial haben, vielleicht noch im Bonanza drin zu sein. Und da ist die Rede hier von Nachbars Gras ist grüner. Diese Karte hat bisher nur einen Print, ist jetzt auch von der Banlist zurückgekommen. Und natürlich hat die Karte aufgrund dessen eine Chance, relativ zeitnah auch gereprintet zu werden. Und von daher auf jeden Fall hier auch verkaufen. Dein One-Off kannst du hier verkaufen für 23 Euro, 24 Euro, 27 Euro. Das ist natürlich nicht so wenig Holz. Eine weitere Karte, die vielleicht auch mal das Potenzial hat, in einer höheren Rarität gereprintet zu werden, ist die Karte Emporkömmling Goblin. Denn auch die Karte hat schon unzählige Reprints gesehen, aber noch nie einen Secret Rare Reprint, beziehungsweise geschweige denn hat man darüber nachgedacht, die Karte vielleicht mal als Quarter rauszubringen oder als Starlight Rare natürlich. Und natürlich ist die Karte auch für eine Common gar nicht mal so günstig. Wir sind hier bei den One-Offs bei 3,25 Euro, 3,44 Euro und das erste Playset kannst du hier verkaufen für oder kaufen natürlich für 3,95 Euro beziehungsweise dann hier für 4 Euro. Und sollte die Karte vielleicht im Bonanza drin sein, werden auch diese Kopien hier extrem günstig zu haben sein. Von daher auf jeden Fall mal über diese Karte nachdenken. Weiter geht's mit Großsalamander Wutphönix. Diese Karte ist ja auch relativ teuer. Die Karte erwarte ich jetzt nicht im Bonanza, aber nichtsdestotrotz kannst du hier immer noch relativ gut Geld mitmachen. Vor allem, wenn du jetzt vielleicht kein Snake Ace mehr spielen möchtest, sondern jetzt vielleicht White Forest oder so spielst, dann kannst du natürlich jetzt hier immer noch so um die 24 bis 25 Euro für diese Karte bekommen, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Vor allem, wenn dann irgendwann mal die Feuermeter enden sollte, wird die Karte auch wieder richtig, richtig günstig zu haben sein. Weiter geht's mit Nixon Rüstung Abyss Hecht, und über diese Karte haben wir letzten Mal schon im Market Watch gesprochen und du siehst ja, dass du hier ordentlich Cash mitmachen kannst. Für das erste Playset bekommt man hier schon 12 Euro und dann gibt es tatsächlich keine weiteren reinen Playsets mehr. Du kannst natürlich hier auch gerne stückeln, aber das Besondere an dieser Karte ist natürlich, dass der Archetype Mermel jetzt extrem guten Support bekommen hat und aufgrund dessen würde es mich auch nicht wundern, wenn auch so eine Karten bald mal einen Reprint bekommen. Von
daher auch hier natürlich meine Verkaufsempfehlung. Das gleiche gilt auch bei dem Abyss Gaios. Auch die Karte ist unfassbar teuer geworden. Wir sind hier bei 40 Euro, meine Freunde. Wir können uns gerne nochmal die Ulti davon auch angucken, falls du die zu Hause rumliegen hast. Und da könntest du für deine Kopien so um die 50 bis 55 Euro sogar bekommen. Weiter geht's mit Uhrwerk Ritter. Und diese Karte hat bisher nur einen Print. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn diese Karte bald mal einen Reprint sehen würde. Und du kannst hier noch so um die 15 bis 20 Euro für deine Playsets bekommen. Hier geht's los bei 15 Euro. Dann sind wir sogar schon bei fast 23 Euro für ein Playset. Von daher auch hier auf jeden Fall mal überlegen, ob du die Karte wirklich brauchst oder ob du die Karte eher zu Geld machen möchtest. Dann habe ich noch die zerstörerische Daruma Karma Kanone für euch. Eine Karte, die gerade so ein bisschen im Hype ist und den kannst du natürlich für dich ausnutzen, indem du die Karte natürlich verkaufst. Das erste Playset startet hier bei 9 Euro, 9,49 Euro oder dann hier für 10 Euro. Und die Secret Rare ist tatsächlich ähnlich teuer. Oder du kannst natürlich ähnlich viel Geld machen. Weiter geht's mit Karten, die in der Megatin vergessen wurden. Da habe ich einmal die Bezwingerseele Dr. Wahnsinnige Liebe für euch. Auch eine Karte, die vielleicht das Potenzial hat, jetzt zeitnah gereprintet zu werden. Vielleicht sogar im Bonanza. Von daher auf jeden Fall hier im Blick behalten. In der Regel spielt man mindestens 2 Kopien davon. Und da könntest du 15 Euro für bekommen. Beziehungsweise für das erste Playset kannst du sogar schon hier 17 Euro verlangen. Was natürlich gar nicht mal so wenig ist. Das gleiche gilt natürlich auch bei Cesar Valius. Auch eine Karte, die aufgrund des fehlenden Reprints natürlich gestiegen ist und davon werden ja auch so um die 2 Kopien gespielt und da kannst du auch so um die 7 Euro, 7,50 Euro bekommen, von daher auch hier vielleicht jetzt verkaufen, sofern du natürlich dieses Deck nicht spielen möchtest. Memento Dlanische Knochenparty, die Karte zeige ich dir, weil die Karte gerade so ein bisschen im freien Fall ist. Das erste Playset geht hier schon los bei 15,50 Euro, dann sind wir hier noch bei 19 Euro oder hier 20 Euro, die Karte ging aber mal so um die 24 bis 26 Euro, von daher auch hier, wenn du da vielleicht geliebäugelt hast, dich von dieser Karte zu trennen, dann solltest du das gegebenenfalls jetzt machen, weil ich glaube nicht, dass die Karte sich so schnell wieder davon erholen wird. Dann habe ich noch Antike Antriebsfestung für euch, auch eine Karte, über die wir letztens erst im Marketwatch gesprochen haben und das ist tatsächlich auch eine Karte, die eventuell Reprint gefährdet ist, von daher auch hier jetzt meine Verkaufsempfehlung. Die Karte hat auch bisher nur einen Print und wir sehen auch bereits, dass du hier immer noch gut Geld mitmachen kannst. Wir sind hier bei 14,49, 15 Euro oder dann hier bei 20,20 bei einem Playset pro Kopie, was natürlich gar nicht mal so schlecht ist. Dann wurde für Edelstein Support angekündigt und aufgrund dessen würde es mich nicht wundern, wenn auch vielleicht die Edelstein-Karten gegebenenfalls bald oder zeitnah einen Reprint sehen. Unter anderem hier natürlich die Ritterdame Brillanter Diamant und diese solltest du auf jeden Fall jetzt auf den Markt stellen, sofern du natürlich die Kopien zu Hause hast, beziehungsweise natürlich auch diesen Archetype nicht spielen möchtest. Du kannst für deinen One-Off hier so um die 13 bis 15 Euro bekommen, was natürlich auch immer noch ein guter Preis ist für eine einzelne Karte. Das gleiche gilt auch bei Absorptionsfusion, eine Karte, die man wahrscheinlich sogar auf 3 spielen wird. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte. Aber auch dafür kannst du tatsächlich 9 Euro bekommen, 10 Euro oder hier sogar 15 Euro. Und das Besondere an dieser Karte ist, dass sie bisher nur einen Print hat. Dann machen wir weiter mit Karten, die gerade so ein bisschen im Hype sind aufgrund von Centurion und das sind die Abyss-Deals. Unter anderem hier der Lubellion, den ich euch gerne zeigen möchte und hier schauen wir uns den Reprint dieser Karte an aus der letztjährigen Tin. Und da sind wir im Playset bereits angekommen bei 13,20 Euro, 15 Euro und da kannst du natürlich gerne auf diesen Hype-Train aufspringen und diese Karte am besten jetzt schon an den Mann bringen. Das gleiche gilt natürlich auch für den Druiswurm, auch eine Karte, die relativ teuer ist. Natürlich sehen wir hier auch anhand des Preisgrafen, dass diese Karte bereits wieder am Sinken ist und deswegen hier vielleicht auch gar nicht mehr allzu lange warten. Hier kannst du immer noch für dein Tour-Off, was du vielleicht eher hast als ein Playset, so um die 14 Euro bekommen, beziehungsweise bei dem Playset bekommst du auch so um die 14,30 Euro pro Kopie natürlich. Machen wir weiter mit Geistungeheuer 10-mal Ältester. Warum gucken wir uns diese Karte an? Weil diese Karte auch bisher nur einen Print hat und aufgrund dessen natürlich Reprint gefährdet ist. Und diese Karte wird ja in der Regel auch auf 3 gespielt, von daher kannst du hier noch so um die 9 bis 10 Euro mitnehmen, sofern du natürlich dieses Deck nicht spielen möchtest. Und weil wir natürlich über dieses Deck hier sprechen, müssen wir natürlich auch über den obersten Todfeind Protoss sprechen. Diese Karte hat bisher auch nur einen Print und es würde mich auch nicht wundern, wenn die Karte jetzt zeitnah nochmal einen Reprint bekommt, sofern sie natürlich nicht auf die Banlist wandert. Beides wären auf jeden Fall plausible Punkte, diese Karte jetzt zu verkaufen, weil selbst wenn die Karte jetzt auf die Banlist kommt, wird sie auf jeden Fall krass im Preis droppen.
Und das gleiche gilt natürlich auch bei einem Reprint. Von daher kannst du hier für dein One-Off, was man natürlich spielt in der Regel, noch 33 Euro bekommen, 34 Euro. Und das ist natürlich gar nicht mal so wenig für ein One-Off, meine Freunde. Weiter geht's mit Hitzewelle, beziehungsweise ist das hier auch unsere letzte Karte, die wir uns angucken wollen. Warum sprechen wir über diese Karte? Diese Karte hat zwei Prints. Nichtsdestotrotz sind diese Prints extrem alt und es würde mich auch an dieser Stelle nicht wundern, wenn die Karte vielleicht im übernächsten OTS-Pack vielleicht dort als Common nochmal gereprintet wird und du kannst für ein Playset tatsächlich auch noch ordentlich viel Geld machen. Du bist hier bei der Common bei 8,49 Euro, 8,90 Euro beziehungsweise hier fast bei 9 Euro pro Kopie dabei. Und von daher, wenn du natürlich jetzt nichts damit spielen möchtest, also Tempi Dragon vielleicht gar nicht spielst oder ein anderes Deck, wo du vielleicht auf diese Karte zurückgreifen möchtest, dann auf jeden Fall jetzt verkaufen. Und damit, meine Freunde, kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr so war, gerne liken und abonnieren. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal gern wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.